Guten Morgen, ihr Lieben. Ich werde jetzt erstmal mit den Jungs einkaufen gehen. Miona ist heute ja bei Oma und Opa und also noch nicht da. Die kommt erst morgen Abend wieder nach Hause. Deswegen werde ich heute einfach noch mit zwei Kindern noch mal ein paar Einkäufe erledigen. Es geht etwas leichter. Die beiden warten hier schon im Kinderwagen. Leider ist das Wetter heute nicht so schön, aber naja, gerade regnet es nicht. Also machen wir uns jetzt auf den Weg. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Spaziergang machen, aber als wir aus dem Geschäft rauskamen, hat es angefangen zu regnen. Und ja, deshalb sind wir jetzt wieder zu Hause. Da werden wir uns den Nachmittag einfach hier gemütlich machen. Aber im Regen wollte ich jetzt auch nicht spazieren gehen. Mittlerweile haben wir zu Mittag gegessen und Jun und Makoto schlafen jetzt auch. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich in der Drogerie war. Und da habe ich ein paar Sachen gekauft, die ich euch mal zeigen wollte. Und das mache ich jetzt, wo die Jungs gerade schlafen. Und zwar wird es ja jetzt immer kälter werden und ich friere ja immer so furchtbar schnell. Und da habe ich mich jetzt für den Winter natürlich erstmal mit den Wärmepads eingedeckt, die in die Kleidung kommen. Die brauche ich auf jeden Fall. Und dann habe ich meiner Freundin noch welche mitgebracht. Die wollte, dass ich ihr gerne welche nach Dänemark schicke, weil sie nicht mehr nach Japan kommt. Und da habe ich ihr die für die Socken, also für die Schuhe mitgebracht. Die wollte sie unbedingt haben. Werde ich ihr dann demnächst auch zuschicken. Und da meine Füße auch im Winter immer so eiskalt werden, habe ich mir dieses Mal solche ganz dicken Socken geholt. Die sehen auch wirklich sehr dick aus. Also wirklich sehr, sehr dick. Das sind die Socken. Man sieht schon, also die sind wirklich sehr, sehr dick. Die gab es nur in Free Size. Es gab auch Strumpfhosen und kurze Socken, aber ich mag längere Socken lieber. Aber es ist halt alles Free Size. Ich bin mal gespannt, ob die gut um mein Bein passen. Ein bisschen stretchen die sich auch. Bin wirklich gespannt. Ich werde die auch gleich mal anziehen, um zu gucken, ob die gut an meinen Beinen sitzen. Und die letzte Sache, die ich gekauft habe, ist diese Seife. Also für die Wäsche ist die. Damit soll man wohl Flecken, ich glaube, fast alle Art rausbekommen. Die japanischen Mamas schwören auf diese Seife. Ich bin wirklich gespannt, ob die wirklich Wunder wirkt und ich wirklich die Flecken aus den Kinderklamotten rausbekomme damit. Ich habe die bisher noch nicht ausprobiert. Ich hatte immer anderes Fleckenmittel und ja, mit dem, was ich momentan habe, geht es einigermaßen raus. Aber ich bin natürlich gewillt, anderes auszuprobieren. Da wir ja mit kaltem Wasser waschen, gehen einige Flecken nicht so einfach raus. Deswegen bin ich mal auf diese Seife hier gespannt. Die Seife heißt übrigens Utamaro, falls es jemanden interessiert. Ich habe die Socken jetzt mal angezogen, also sie passen mir gut. Ist auch noch immer ein bisschen Platz. Lassen sich immer noch ein bisschen weiter dehnen. Also sie gehen bis kurz unters Knie. Und ich finde schon jetzt, dass meine Füße wärmer sind. Die Socken werden jetzt bestimmt dabei helfen, meine Füße auch im Winter in den Schuhen warm zu halten. Wir haben mittlerweile auch übrigens den Weihnachtsbaum aufgestellt. Hier ist der, haben wir jetzt am Wochenende gemacht. Also der Baum sieht aus wie letztes Jahr, aber wir haben nur dieses eine Baumschmuckset, deswegen sieht der Baum immer gleich aus. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Miuna hat am meisten dekoriert, Makoto hatte geschlafen und Jun hat, naja, nicht wirklich geholfen dabei, eher die Sachen wieder abgehangen. Aber alle Kinder finden den Weihnachtsbaum auf jeden Fall sehr faszinierend. Jun und Makoto sind jeden Tag damit beschäftigt, die Kugeln wieder abzuhängen und durch die Gegend zu werfen. Aber das war mir klar von Anfang an. Damit hatte ich gerechnet. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Baum jetzt endlich steht. Und die restliche Weihnachtsdeko haben wir jetzt auch so langsam im Haus verteilt. So viel haben wir ja gar nicht. Draußen vor unserer Haustür hängt auch eine Lichterkette. Aber ansonsten, ja, sind es nur Kleinigkeiten. Ich freue mich schon sehr auf Weihnachten. Mein Mann kann sich dieses Jahr auch relativ gut Urlaub nehmen. Also seinen Urlaub beginnt eigentlich am 20. Dezember. Dann ist ja das Wochenende und am 23. hat er auch frei und an Heiligabend auch. Am 25. ist leider ein Meeting auf der Arbeit, da muss er hin. Deswegen arbeitet er am 25., 26. und 27. und dann hat er wieder frei bis nach Neujahr. Wenigstens kann er an Heiligabend da sein. Das war mir auch das Wichtigste. Unser Weihnachten findet ja immer nur an Heiligabend statt. Da das hier ja alles keine Feiertage sind, ist das bei uns auf nur einen Tag beschränkt, aber das ist absolut in Ordnung. Mehr brauche ich auch gar nicht. Und zu Neujahr feiern wir dann immer mit seiner Familie. Das ist dann auch immer ganz schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Haushalt machen, bis Jun und Makoto wieder aufwachen und dann ja mal sehen, was der Tag noch so bringt.
Gestern Abend habe ich nochmal neuen Plätzchenteig gemacht, weil wir tatsächlich schon alle Weihnachtsplätzchen aufgegessen haben. Da wollte ich jetzt nochmal neue backen. Unser Backofen ist leider nicht so riesig, deswegen kann ich nicht blecheweise Plätzchen backen, sonst wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und das funktioniert im Moment zeitlich nicht so sehr, deswegen backe ich immer in Etappen. Und jetzt backe ich eben zum zweiten Mal Weihnachtsplätzchen. Und schon kommt auch das letzte Blech in den Ofen. Nur, dass sie dauert jetzt noch ein bisschen. Ich werde die Plätzchen aber erst heute Abend dekorieren, wenn du und Makoto eingeschlafen sind, weil die sind nämlich eben aufgewacht und da habe ich jetzt keine Zeit mehr für. Deswegen mache ich das später. Ja, rutschen. Sehr gut, schön. Batsch, batsch. Oh, gleich ist die Badewanne fertig. Ja, bei uns wird es jetzt erstmal Abendessen geben und dann gehen die Jungs noch in die Badewanne und dann ist auch schon bald Zeit fürs Bett. Da haben die beiden auch schon wieder gut was vom Baum geholt. Das kann ich nachher wieder alles dranhängen. Da Jun und Makoto jetzt eingeschlafen sind, werde ich jetzt die Plätzchen noch verzieren. Dann sind die nämlich endlich auch fertig und können ab morgen gegessen werden. Ich habe jetzt die Plätzchen verziert. Hier im Backofen sind auch noch mal welche. Und wenn die Glasur durchgetrocknet ist, kommen sie dann in die Keksdosen. Guten Morgen. Bin mal gespannt, wie heute das Wetter wird. Vielleicht schaffe ich es ja dann heute zu einem Spaziergang nach draußen. Ich habe eben schon den Müll rausgebracht und die Wolken hängen heute richtig tief. Heute so richtig neblig. Aber in dem kurzen Moment, in dem ich eben draußen war, habe ich zumindest mal nicht gefroren. Da wird es bestimmt nicht so kalt werden heute. Ich bin mal gespannt. Zuerst werde ich aber jetzt mal was frühstücken und vielleicht auch einen warmen Tee trinken. Jun und Makoto schlafen noch. Mein Mann hat mir auch eben geschrieben, dass er heute wahrscheinlich früher nach Hause kommt, also nicht so spät. Das ist immerhin schon mal schön. Und Miuna wird wohl heute auch früher zurückgebracht. Nicht so spät am Abend, sondern schon am Nachmittag. Da es jetzt tatsächlich noch aufgeklärt ist, gehen wir jetzt auch raus und können heute dann endlich unseren Spaziergang machen. Der Himmel ist zwar immer noch bewölkt, aber es ist trotzdem schön trocken und auch nicht so kalt heute. Hier sieht es immer noch sehr herbstlich aus. Richtig, richtig schön. Ich hatte heute noch keine Zeit zum Mittag zu essen, deswegen gibt es für mich jetzt erstmal ein Onigiri. Da möchte jemand auch noch was abhaben. Ist ein bisschen sauer. Da ist Pflaume drin, eingelegte Pflaume. Jun und Makoto essen gerade auch noch was. Die beiden fahren im Moment so richtig auf Tamagoyaki ab. Manchmal, wenn man Jun etwas zu essen gibt, was er nicht möchte, dann schüttelt er schon den Kopf und sagt, nein. So süß. Dreht dann auch immer richtig das Gesicht weg. So langsam fangen sie an, wirklich deutlich zu machen, was sie essen möchten und was nicht. Aber generell essen sie eigentlich so ziemlich alles, was auf den Tisch kommt. Mit manchen Sachen spielen sie mehr als mit anderen, aber so generell essen sie eigentlich ziemlich gut. Besser als ihre Schwester, muss ich sagen. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser werden, wenn sie in den Kindergarten kommt und dann da mit den anderen Kindern zusammen Mittag isst. Makoto hat gerade seine Wasserflasche auf den Boden geschmissen, einen Moment. Ich habe wirklich schon alles Mögliche versucht, um mehr Gemüse in sie reinzubekommen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig im Moment. Ich versuche es auch schon immer niedlich für sie anzurichten. Dann sagt sie auch immer, das sieht so lecker aus und das ist so süß. Aber sie isst dann halt trotzdem nur teilweise und immer nur die Sachen, die sie mag. Also es ist wirklich sehr schwierig im Moment. Aber ich bin wirklich schon an dem Punkt, wo ich ihr hin und wieder Gemüsesaft gebe, weil sie es lieber trinkt, als Gemüse zu essen. Entschuldigung, die Kinder werfen irgendwie immer ihre Flaschen aus dem Kinderwagen. Die werden jetzt, glaube ich, auch ein bisschen müde, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Dann schlafen sie vielleicht auch bald ein. Ja, müde geworden, ne? Ein bisschen schlafen. Hm? Was haltet ihr davon? Ich habe übrigens die ganze Zeit hier auf so einer Stoffeinkaufstasche gesessen. Ich bin froh, dass ich immer 4 Stück oder so dabei habe. Und dann kann ich mich auch auf so eine nasse Bank setzen. Das ist immer ganz gut.
Findet ihr das auch immer so hübsch, wenn die ganzen Blätter auf dem Boden liegen? Das sieht immer so schön aus und knistert auch so schön unter den Füßen und unterm Kinderwagen. Das ist immer, ich weiß nicht, ich finde das immer so schön. Herbstspaziergänge sind einfach toll. Wie hoch das Wasser hier in dem Teich im Moment ist. Voll gefährlich. Da sind so viele Fische. Koi und andere kleinere Fische. Ich glaube sogar, Makoto ist schon eingeschlafen. Du noch nicht. Der schaut noch die ganze Zeit hin und her. Mir hilft das immer ungemein, wenn sie im Kinderwagen einschlafen. So machen sie nämlich ihren Mittagsschlaf immer zu einer, ja, sagen wir, guten Zeit. Zu Hause klappt es auch wesentlich besser als damals bei Miuna. Aber im Kinderwagen ist das immer noch am aller einfachsten. Hier kann man wenigstens immer schön die Runde um den Teich gehen. Das mag ich an dem Spielplatz hier so gerne. So, also Jun ist jetzt auch eingeschlafen. Ich habe die beiden jetzt noch ein bisschen bequemer hingelegt und ihnen ja ein bisschen mehr Schutz gegeben. Ich werde jetzt noch ein bisschen umherlaufen und mich dann auch langsam und gemütlich wieder auf den Heimweg machen. Denn heute Nachmittag kommt ja schon Miuna wieder nach Hause. Den Kinderwagen bergauf zu schieben ist echt Leistungssport. Uff. Warum ist Japan nur so hügelig? Oh. Das war's dann auch schon wieder für dieses Video. Und da es jetzt das letzte Video vor Weihnachten ist, möchte ich euch schöne Feiertage wünschen. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit mit euren Liebsten verbringen, auch wenn ihr vielleicht nicht frei habt. Und ich gehe auch mal stark davon aus, es wird das letzte Video für dieses Jahr sein. Deshalb wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns ganz bestimmt im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, bye bye!